Madeleine ist wieder in der Stadt. Ich frage mich, was sie vorhat. Miau! Miau! Das Fenster vom Büro des AB. Oh, Sie sind zu bescheiden, Monsieur l'Abbé. Sie haben die Gegend jahrelang studiert, nicht? Meine Teuerste, ich bin ein Mann mit sehr schlichten Interessen. Das mag sein, aber Rennes le Chaton ist eine davon. Sie sind in seine Fußstapfen getreten, Monsieur. Sie müssen doch ein klein wenig von Sonnières Geheimnissen spüren. Ich wünschte ja, mein hübsches Kind. Ich wünschte ja. Sagen Sie mir, hatten Sie in letzter Zeit mit vielen Schatzsuchern zu tun? Möglicherweise im Tal? Einem aufmerksamen Beobachter wie Ihnen müsste das doch auffallen. Ah, ja. Es ist etwas im Gange, Mademoiselle. Das ist ja so aufregend. Haben Sie möglicherweise Leute graben gesehen? An einer bestimmten Stelle? Es gibt immer welche, die graben. Aber wer die wahre Erleuchtung sucht, muss tiefer als in der Erde graben. Oh, da stimme ich zu. Aber Sie sind zu bescheiden. Ich möchte wissen, wie viele Suchen kommen und was Sie von ihnen halten. Möchten Sie es mir nicht sagen? Meine Teuerste, ich werde Ihnen erzählen, was Sie wollen. Aber vielleicht hätten wir es in meiner bescheidenen Hütte bequemer. Kommen Sie. Gott, vielleicht sollte ich doch etwas über diesen Schatz in Erfahrung bringen. Ich glaube, Sie sind in das Haus des AB zurückgegangen. Arnaud lebt hier. Er hat eindeutig einen Hang zum Morbiden. Ich bin nicht sicher, ob ich hören will, was da drin vorgeht. Ich bin nicht sicher, ob ich hören will, was da drin vorgeht. Ja, ich könnte ihn behelligen, aber vielleicht warte ich lieber, bis er weg ist. Knight, Gabriel Knight.